Willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem neuen Video zu Battlefield 5. Lange ist es her, dass ich mal in Battlefield 5 ein bisschen unterwegs war, außer natürlich bei Streams. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder ein neues Video zu dem Thema natürlich von Battlefield 2042, aber mit Battlefield 5 Gameplay. Und zwar möchte ich heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was geht da eigentlich gerade ab? Warum haben wir immer noch keine neuen offiziellen Neuigkeiten zum nächsten Battlefield? Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt immer noch keine offiziellen Informationen, wann endlich die Beta startet. Das ist echt heftig. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir jetzt Gameplay gesehen haben, beziehungsweise gezeigt bekommen haben von den einzelnen Spezialisten, die es mittlerweile so gibt. Von Webster McKay, von der, ne, die Sanitäterin Maria Falk zum Beispiel auch noch. Von Caspar Van Dale, dem Scharfschützen. Von Boris, dem Russen mit seinem Geschütz. Und natürlich gibt es ja eigentlich auch noch einen weiteren Spezialisten. Der ist natürlich bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Also was heißt natürlich, ja, man hat von ihm auch eine Gameplay-Sequenz gesehen. Aber die war jetzt in diesem Gameplay-Trailer von den Spezialisten, die es bis jetzt zumindest gibt, ist der nicht mit dabei gewesen. Aber wie gesagt, auch da haben wir ja schon was zu gesehen. Deswegen ist das ja nicht ganz so dramatisch. Und ja, Michael K. Williams ist derjenige gewesen, der diesen Spezialisten vertritt. Der ist gestorben. Mega schade auf jeden Fall an der Stelle und mein Beileid geht auf jeden Fall raus. Was ich ein bisschen krass finde, ist, dass bei Twitter jetzt alle komplett am Ausrasten waren und alle haben natürlich dann ihre Beileidsbekundung rausgehauen. Klar, finde ich auf jeden Fall auch krass, aber ich meine, jeden Tag sterben so viele Menschen, deswegen natürlich ist es jemand, mit dem man oder zu dem man einen Bezug hat, aber es ist halt trotzdem ein Mensch wie jeder andere, sagen wir es so. Ich möchte jetzt hier keine negativen Vibes auf jeden Fall raushauen, aber an der Stelle auf jeden Fall Beileid geht raus und an alle, die natürlich ihren Support ihm gegenüber zeigen wollen, können natürlich dann halt auch im Spiel selber diesen Spezialisten, den er vertritt, spielen und ihn dann quasi so ein bisschen huldigen. So mehr oder weniger könnte man das natürlich dann machen. Und ja, der letzte Beitrag von dem Battlefield-Kanal selber war natürlich auch zu dem Verlust dieses Menschen. Davor, das war am 7. September und davor, am 3. September, hatten wir noch einen Post mit dem Gameplay-Trailer zu diesen Spezialisten. Ansonsten gab es jetzt erstmal wieder gar nichts. Eine Woche lang, mehr oder weniger eine Woche lang, heute ist ja der 13. September Montag. Eventuell kommt heute was, man weiß es nicht genau, aber bis jetzt war wieder mal Funkstille. Und ich finde es total merkwürdig, dass die immer noch nichts zur Beta rausgehauen haben, weil man muss sich das Ganze ja mal so vorstellen. Das Spiel kommt, wir haben jetzt den 13. für Vorbesteller am 15. Oktober raus. Das heißt, wir haben theoretisch noch einen Monat und zwei Tage, bis wir es offiziell so oder so schon spielen können. Und ich frage mich mittlerweile wirklich, macht es überhaupt noch Sinn, eine Beta zu zeigen? Also, ich verstehe nicht so ganz, wo der Sinn dahinter ist. Ich sage jetzt mal zwei Wochen vor dem offiziellen Release oder sagen wir am 22. September, falls da tatsächlich die Beta dann stattfinden sollte, da noch eine Beta zu zeigen, weil das Spiel kommt sowieso dann raus und es können eh nur Vorbesteller dann diese Beta spielen. Natürlich wird es, also scheinbar, ich weiß es nicht genau, wird es eventuell auch eine Beta geben für Leute, die vielleicht nicht vorbestellen haben, aber so wie ich das verstanden habe, kann nur derjenige spielen, der auch vorbestellt hat und dann bringt eine Beta eigentlich auch nichts mehr, weil der Zeitabschnitt zwischen Beta und offiziellem Release ist dann so kurz, dass es gar keinen Unterschied mehr macht, ob ich jetzt die Beta spiele und mir sage, ja, nee, also das Spiel braucht noch Arbeit, bis das released wird und so weiter. Weil der Abstand dazwischen ist so kurz, dass man es dann halt sowieso spielen kann. Und wenn in der Beta schon, wer weiß, was für Probleme auftreten, dann werden die zu Release auch nicht gefixt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es kommt natürlich wieder darauf an, wie schwerwiegend diese Bugs und diese Fehler und so weiter im Spiel sind. Aber also wenn wir das auch mal bei anderen Spieleentwicklern sehen, man braucht normalerweise mehrere Wochen, um da irgendwie mal einen Patch oder einen Hotfix zum Beispiel auch irgendwie auf die Wege zu leiten. Und ich sehe da zumindest zu Release nicht die ganzen Probleme, die eventuell in der Beta auftreten, gefixt. Es sei denn natürlich, sie haben sehr viele Probleme schon während des Playtests gehabt und auch sehr viele Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort, auch Kritik. Dass sie das jetzt alles mehr oder weniger versuchen zu fixen bis zum offiziellen Release, teilweise vielleicht sogar auch schon bis zur Beta, dass sie dann dahingehend vielleicht schon mal irgendwie was haben, was sie dann zeigen können. So nach dem Motto an alle, die jetzt bei dem Playtest dabei waren, die können jetzt zum Beispiel sehen, da und da haben wir jetzt auf jeden Fall schon Fortschritt gemacht. Aber meiner Meinung nach ist das absoluter Schmarrn, jetzt da irgendwie noch eine Beta rauszuhauen, wenn das Spiel eh um die Ecke ist. Also das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, das kann ich auch nicht nachvollziehen, das macht für mich absolut keinen Sinn. Außerdem, wenn wir auch sehen, ich will das Spiel gar nicht mit Call of Duty vergleichen, auch die Entwicklerstudios sollte man nicht vergleichen, trotzdem
ist es halt schon merkwürdig, dass Call of Duty es schafft, auch wenn das Spiel jetzt nicht im besten Zustand ist aktuell, das habe ich jetzt auch schon gesehen, haben sie es wenigstens geschafft, das Spiel nicht nur anzukündigen, nachdem jetzt auch wieder Leaks kamen, sondern auch gleichzeitig relativ schnell oder zügig infolgedessen eine Beta auf den Weg zu bringen, dass die Leute das alles schon spielen können. Aktuell zwar nur für Konsole, also für PS4 und 5, aber ja, also selbst da gibt es jetzt ab 16. September dann auch die offizielle Open Beta für alle anderen, die dann von anderen Plattformen kommen, für PC und Xbox zum Beispiel. Und Battlefield bzw. DICE schafft es wieder nicht zu kommunizieren. Ich verstehe nicht warum. Dieses genau das gleiche Problem hatten sie schon bei Battlefield 5. Ich habe kein Problem damit, wenn die sagen, Leute, wir sind momentan dabei, wesentliche Bugs und Fehler zu bearbeiten und zu versuchen zu fixen. Wir werden uns mit einem Beta-Termin melden. Habt noch ein bisschen Geduld. So, das reicht ja dann schon. Aber gar nichts zu sagen ist wieder für mich so etwas, dass sie sich nicht trauen, dass sie sich verstecken und scheinbar irgendwas im Argen liegt. So. Und das, finde ich halt, ist wieder der falsche Weg, den sie damals schon in Battlefield 5 gegangen sind. Und ich hoffe wirklich, dass sie da jetzt so langsam mal so ein bisschen was von sich hören lassen und das Spiel dann am Ende tatsächlich so gut ist, wie es zumindest bisher angeteasert wurde durch diese ganzen Trailer, die wir bisher gesehen haben. Weil wir wissen alle, Trailer können sie, aber das Spiel muss halt auch abliefern. Und wenn es das nicht kann, dann bringen uns die ganzen Trailer halt auch nichts. Ne? Das ist halt einfach so. Das muss man so sagen. Und ja, der Einzige, der uns dann Informationen liefern kann, ist Temporial. Der guckt in die ganzen Gamefiles rein und findet wieder alles Mögliche an Leaks und Customization-Optionen für Waffen und Fahrzeuge und was es alles gibt. Der ist der Einzige, auf den man sich wieder verlassen kann. Ein Leaker, der nicht mehr bei DICE arbeitet. Aber gut, ansonsten würde ich gar nicht mehr wirklich viel dazu sagen. Ich möchte nur einfach, oder ich wollte einfach nur mal so ein bisschen meine Meinung zu diesem ganzen Thema abgeben. Vor allen Dingen seid ihr diese Art von Videos in diesem Format auch gar nicht mehr so gewohnt. In der letzten Zeit gab es sehr viele Lore-Videos und andere Videos zu anderen Spielen. Deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt noch einmal wieder im alten, wie gewohnten Stil. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Kommt gerne auf den Discord-Kanal, wenn ihr da in Zukunft keine News mehr verpassen wollt, denn da kommen die auf jeden Fall meistens zuerst, auch zu Videos und Streams und so weiter. Und ja, ansonsten auch gerne wieder beim Stream vorbeischauen und natürlich auch bei den kommenden Videos zu Let Loose, Enlisted und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder Stream. Macht's gut, Freunde. Bis dann und rein. Und wie immer. Ciao, ciao.